erstelle ich ein solches Quiz, in dem man Wörter markieren muss. Nun, das ist ein H5P-Programm, welches sich bei euch auf der Seite befindet. Ich gehe einfach ins Dashboard und hier unter H5P gehe ich einfach auf Erstellen. Unter dem Punkt Erstellen habe ich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, Quizzes auszusuchen. Wir nutzen zunächst erstmal das Mark the Words. Das ist das, was ich gerade gemacht habe, nämlich Wörter markieren. Ich klicke es an und kann dann hier oben einen Titel erstmal eingeben. Mark Words Test. Das hatte ich gerade schon mal, ne? Und dann könnte ich hier schreiben, bitte markiere deine Mitschüler. Und wenn ich hier den Test eingeben will, muss ich zugeben, habe ich gerade schon einmal kopiert, dann habe ich hier schon den Text, wo halt einige Namen stehen. Und wenn es die Namen, die markiert werden sollen und die richtig sind, die werden einfach in Sternchen gesetzt, wie der Valentin, der gehört zur Klasse, und die Annalena gehört zur Klasse, die werden in Sternchen gesetzt und damit werden sie gleich als richtig, wenn sie angeklickt werden, als richtig benannt. Dann kann ich hier noch sagen, welche Rückmeldung ich geben möchte, bei 0 bis 100%. Das heißt, es ist noch gar keine Rückmeldungseinheit eingegeben. Das mache ich aber jetzt mal. Erstmal gebe ich noch mal ein zweites hinzu. Ich sage von 0 bis 50%, sage ich, ne? Das ist noch nichts. Dann sage ich meinetwegen von, ich gebe noch einen ein, von 50 bis 80%, ne? Kann ich ja sagen, ganz, das ist schon, ne? Das ist schon ganz gut. Und von 81 bis 100% sage ich super. Okay. Hier unten kann ich noch Verhaltenseinstellungen eingeben, nämlich ob ich den Test jeweils immer wiederholen lassen möchte. Das möchte ich, glaube ich. Oder ob ich auch die Lösung anzeigen lassen möchte. Das möchte ich nicht, weil dann guckt es sich hinterher nur die Lösung an und braucht es gar nicht mehr selber denken. Bepunktungsdetails, das kann auch ich machen. Das ist dann hier, zeige ich jetzt gleich. Und wenn ich das mache, dann gehe ich auf Erstellen. Und nun habe ich bereits hier Mark's Words als Vorschau, um mir das mal anzuschauen, wie das ansieht. Und hier ist der Code, den ich gleich brauche, den ich dann jeweils in meine Unit einsetze. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich kann diesen Code hier nehmen und gehe auf die Seite, die ich bereits erstellt habe, um es schneller zu gestalten. Ich habe Mark's Words, habe ich das hier auch die Seite genannt. Und nehme den Code jetzt hier rein. Den nehme ich wieder raus, weil das war der alte Code, den ich schon hatte. Aktualisiere. Und wenn ich mir jetzt die Seite nochmal genau anschaue, ich habe sie für uns ja hier schon vorbereitet, dann sieht man hier, jetzt kann ich hier die Namen anklicken, kann, wenn ich auch wieder wegklicken, sage, nein, der Markus ist nicht auf dem Platz, aber der Valentin, die Annalena sitzt auf dem Platz, Kevin und Tamara lasse ich mal aus, dafür gebe ich die Gabi hin und überprüfe. Und stelle fest, hier kriege ich plus einen Punkt, plus einen Punkt, plus einen Punkt. Für eine falsche Antwort kriege ich minus einen Punkt. 4 richtige Antworten werden zu geben. 3 richtige habe ich gegeben, kriege aber einen abgezogen. Und deshalb habe ich nur 2 von 4 Punkten. Dieses Bild könnte ich mir jetzt als Screenshot machen und in ein Quiz eingeben. Viel Spaß dabei!